Ja, ist der denn jetzt völlig bekloppt? 5 Videos zu einem Spiel? Die Antwort ist die gleiche wie auf die Frage, ob dieses Video lustig ist. Gott verdammt, ja! Aber diese Aufteilung hat auch noch einen Sinn, denn Nier Automata ist ein besonderes Spiel und erzählt seine Geschichte auf besondere Art und Weise, nämlich mit 26 unterschiedlichen Enden. 18, 19, 20! Nee, 26. Aber keine Sorge, nur die ersten 5 sind für die Geschichte wirklich relevant. Die meisten anderen Enden gehen so aus. Die Ausgänge sind aber nicht wie bei den meisten Spielen alternative Enden, sondern ergänzen sich und bilden erst zusammen ein großes Ganzes. Genau wie diese besondere Vorstellung auf dem Präsentierteller. Nier Automata hat eine einzigartige Geschichte und eine dichte Atmosphäre. Und genau diese beiden Sachen werden maßgeblich von 3 sehr cleveren Entscheidungen gestützt. Erstens war es die absolut beste Idee, den Komponisten Keiji Okabe wieder für den Soundtrack zu engagieren. Zweitens spielt der Titel immer wieder mit seinen Perspektiven und seinem Genre. Und drittens, erstens, die musikalische Untermalung kann nicht oft genug gelobt werden, denn es ist Okabe schon wieder gelungen, Lieder zu komponieren, die im Alleingang Szenarien beschreiben, die leicht melancholische, aber hoffnungsvolle Atmosphäre zu jedem Zeitpunkt perfekt transportieren und die ihr nicht vergesst. Herrlich. Genau wie das Spiel mit der Perspektive. Den Schwenk zum 2D-Spiel konnte bereits das erste Nier. Sein Nachfolger treibt diese Idee nun auf die Spitze, ohne dabei aber zu penetrant zu werden. Zu Beginn fliegt ihr etwa auf die Erde. Und ja, das dürft ihr selber spielen. Hier ist Automata ein waschechtes Shoot'em'up. Keine 5 Minuten später sogar ein Twin-Stick-Shooter. Auch auf dem Boden nutzt der Titel dieses Element immer wieder. Aus einem Action-Rollenspiel wird unter anderem ein Jump'n'Run. Das lockert das Geschehen angenehm auf, was vor allem der nicht besonders großen, aber doch sehr weitläufigen Open World extrem gut tut.